Land auf, Land ab nähert sich das närrische Treiben seinen Höhepunkt. Zwar nicht ganz so bunt und schrill wie beim Karneval in Rio, doch immerhin in zahlreichen Orten in Niederösterreich fanden heute Faschingsumzüge statt. Und diese Tradition wird auch mit viel Begeisterung in Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt gepflogen. Und so heuer bereits zum 143. Mal. Lichtenwörth hat knapp 3000 Einwohner. Heute haben den kleinen Ort aber mehr als 8000 Gäste bevölkert und den Fasching hochleben lassen. Rhythmusgefühl haben in Lichtenwörth offensichtlich alle. Sogar die Pinguine watscheln und wackeln ganz eifrig im Takt. Dem schrecklichen weißen Hai sind sie gerade noch entkommen. Captain Iglo hatte nicht so viel Glück. Der Fantasie hat man beim Faschingsumzug in Lichtenwörth keine Grenzen gesetzt und es steckt auch ganz schön viel Arbeit dahinter. 150.000 Papierrosen sind von den Mädchen im Ort seit November gedreht und gesteckt worden. Die Burschen haben die Wagen zusammengebaut. Ja, ganz toll und aufwendig und wirklich gut. Gefällt uns sehr schön. Es macht Spaß und es ist eine gute Party. Sogar Überraschungsgäste wurden eingeflogen. Und nicht nur bei den Braunbären, auch bei den Löwinnen im Ort. Da heißt es Vorsicht, sie wissen, was ihnen schmeckt. Alles, was zum Vernaschen ist. Übrigens, die Emanzipation macht in Lichtenwörth auch nicht vor den Geschas Halt. Man zeigt sich offen für vieles. Mal was Neues in Lichtenwörth. Einmal also was Ausländisches in Niederösterreich. Die neue Kultur. Für Junggebliebene und für die, die das jung werden wollen. Man sieht, die Ideen gehen den Lichtwörtern nicht aus, auch nicht beim bereits 143. Faschingsumzug.